die Polizei hat keine Ahnung davor, dass wir hier Kühe haben, oder? Jetzt geht's los! Und wir haben es geschafft, Wahn auf Straße. Wir haben die schönsten Kühe. Was ist Zürich? Die Polizei ist noch nicht gekommen. Hallo zusammen, willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir zusammen angeschaut, wie man Produzenten sucht. Heute dreht sich jetzt alles um die Produktion. Das heisst, darum, was aus dem Prototyp, den wir in der ersten Folge bei der Schneiderei abgeholt haben, passiert. Also der Prototyp von der Schneiderei, den nehmen wir jetzt und bringen ihn zu dem Produzenten, den wir während unserer Sourcing-Aktivitäten gefunden haben. Dort werden dann Schnittmuster daraus erstellt, damit das Kleidungsstück in einer grösseren Menge hergestellt werden kann. Anschliessend gibt es ein neues Produktionsfahrradmuster. Dort könnten nochmal die letzten Änderungswünsche angepasst werden. Dann geht es in die Produktion. Tönt eigentlich sehr banal, oder? Ist leider in der Realität nicht ganz einfach. Und wieso, das möchte ich euch anhand von dem Kleidungsstück erzählen, für das wir bei Stockberg sehr bekannt sind, unser Edelweisshemd. Der original Edelweissstoff wird mit einem aufwendigen Webverfahren hergestellt, bei dem das Muster nicht auf den Stoff aufdruckt, sondern in den Stoff eingewoben wird. Zum ersten Mal hergestellt worden ist der Edelweissstoff im 20. Jahrhundert von einer Langenthaler Firma namens Gugelmann. Denn nachdem die Schweizer Textilindustrie im späteren 20. Jahrhundert zunehmend unter Druck geraten ist, hat die Firma Gugelmann die Stoffproduktion respektive die Stoffmuster vom Edelweissstoff an eine andere Schweizer Firma verkauft, Tabis Textil im Kanton St. Gallen. Aber auch Tabis Textil hat leider wenige Jahre später aus den gleichen Gründen die Produktion schliessen und somit ist der Edelweissstoff für längere Zeit gar nicht mehr in der Schweiz produziert worden. Bis nämlich 2012 das Toggenburger Textilunternehmen Meyer Major sich dazu entschieden hat, die Produktion wieder in die Schweiz zu holen. Dazu haben sie die originalen Stoffmuster von der Firma Habis Textil übernommen und daraufhin den Stoff zum ersten Mal wieder in der Schweiz hergestellt. Aber es kommt, wie es kommen muss, und so hat auch die Firma Meyer Major 2017 schliessen und die Produktion vom Edelweissstoff respektive Stoffmuster sind nochmal verkauft worden an einen weiteren Traditionsbetrieb im Toggenburg, Firma Rigotex AG in Bütschwil. Die Firma Rigotex ist somit mittlerweile der einzige Schweizer Produzent von Edelweissstoff und es freut uns sehr, dass wir bei der Herstellung von unseren Edelweisshemden mit der Firma Rigotex zusammenarbeiten können. Soviel zum Stoff, dann kommen wir jetzt zu den Hempern. Wo wir 2016 unsere Edelweisshemden hergestellt haben, war es unser Ziel, um die ganz in der Schweiz zu produzieren. Das allein war schon eine ziemlich grosse Herausforderung, weil viele Schweizer Hemdenproduzenten ihre Produktionen schon länger ins Ausland ausgelagert haben. Aber wir haben dann schlussendlich doch noch einen Produktionsbetrieb gefunden, wo unsere Hemden in der Schweiz herstellen konnte. Das war der Traditionsbetrieb Garistar im Tessin. Sofort hat sich eine Zusammenarbeit ergeben und im November 2016 haben wir unsere erste Hemperkollektion können präsentieren. Nach einer längeren, erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Firma Garistar und nach der Herstellung von vielen tollen Edelweisshemper ist der Frühling die Hiobsbotschaft gekommen. Auch die Firma Garistar hat die Hemperproduktion einstellen und den Betrieb schliessen. Damit ist für uns die letzte Möglichkeit weggefallen, um die Hemper noch in der Schweiz fertigen zu lassen. Was daraufhin gefolgt ist, ist eine intensive Suche nach neuen Produzenten, so wie wir das in der letzten Folge Sourcing zusammen gesehen haben. Und nachdem ein paar Produzenten in die engere Auswahl gekommen sind, habe ich mich sofort auf den Weg gemacht und bin einer von diesen Produzenten in seinem Produktionsland besuchen.
Jetzt wäre eigentlich ein Szenenplan gewesen, wo ich im Tänz in Zürich hocke, am Momos essen und darüber philosophieren, ob es denn so wahnsinnig gut ist oder nicht, dass wir unsere Edelweiss-Hemper mittlerweile nicht mehr ganz in der Schweiz machen können. Aber mittlerweile ist es Herbst und die Situation ist bereits wieder ganz anders. Wir haben mittlerweile nämlich wieder einen Produzenten in der Schweiz gefunden, der unsere Hemper herstellen kann. Und wir arbeiten den Moment gerade daran, um eine weitere Kollektion zu erstellen mit unserem neuen Produzenten in der Schweiz. Jetzt, was die Herstellung von unseren Edelweiss-Hemper betrifft, da kann ich sagen, dass die grossen Probleme für uns bei der Herstellung darin gelegen sind, dass wir uns ständig neue Produktionspartner anpassen müssen, weil irgendein Partner seinen Betrieb plötzlich wieder geschlossen hat. Das ist für uns sehr mühsam und aufwendig gewesen. Aber die Probleme, die man haben mit der Unbeständigkeit von Produzenten, das ist nur eines von ganz vielen Problemen, die sich ergeben bei der Produktion von einem Kleidungsstück. Es gibt noch tausend andere Probleme, die sich beim Produzieren von einem Kleidungsstück ergeben und über alle diese Probleme haben wir jetzt noch gar nicht geredet gehabt. Sehr üblich sind beispielsweise auch Kommunikationsprobleme zwischen dem Designer und dem Produzent. Genauso alltäglich in der Kleiderproduktion sind Zeitverzögerungen oder auch Qualitätsprobleme können sich immer wieder ergeben. Wichtig zu wissen für euch ist, falls ihr jemals euch dazu entscheidet, um ein Kleiderlabel zu gründen oder irgendwo in diesem Bereich tätig zu sein oder vielleicht auch bei einem anderen Startup, es gibt eine Fähigkeit, die ihr euch unbedingt von Anfang an aneignen und daran arbeiten müsst. Und das ist die Fähigkeit, um Probleme zu lösen. Möglichst effizient und gut. Hoppala, jetzt ist gerade der Akku ausgegangen, darum bin ich schon wieder zuhause. Aber was ich auch sagen ist, wer besser Probleme lösen kann, hat eine wesentlich größere Chance, dass er mit seinem Projekt erfolgreich wird sein. Ja, das wäre dann doch schon alles eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es weiter. Unsere Kollektion kann man immer noch vorbestellen. Es gibt immer noch 10% auf alle Vorbestellungen online. Ja, alle weiteren Informationen auf Instagram, Facebook. Darum bleibt dran und bis bald. Tschüss zusammen.